24 Adventskalenderboxen in Mini. Das ist die Box Nummer 6, eine Facettenbox, ein Facettenboxwürfel. Diese Facettenbox war die Box Nummer 5, verlinke ich dir, ist das letzte Video gewesen und das ist schon die nächste. Wie ich sie gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Hier gibt es die ganzen Boxen von 2021, nochmal größer, verlinke ich dir auch. Also, die Mini-Box kommt jetzt, bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Box Nummer 6 hier bei meiner Schachtelparade. Ja, eine Facettenbox, ein Facettenboxwürfel. Den bauen wir jetzt ganz schnell. Hier ist der große Würfel, du siehst diese Unterschiede. Der hat eine Seitenlänge von 7x7 und der kleine, da bin ich mal bei 4,5, weil die Hälfte fand ich ein bisschen popelig. Aber so denke ich, passt das ganz gut. Ja, schnell gebastelt, wirst du gleich sehen. Es gibt dann auch noch die doppelte Facettenbox, die habe ich aber nur in großer Größe. Wenn dann die Box Nummer 8 dran ist, gibt es etwas ganz anderes. Okay, ich nehme meinen Papierschneider, damit ich den auch falzen kann. Ich habe hier auch so mal so für dich zum Zeigen noch eine Variation. Zeige ich jetzt wahrscheinlich keine Anleitung, aber man ist ja Sparfuchs. Normal haben wir ja hier immer so ein Designerpapier 6x6 Inch, also 15,2 x 15,2 cm. Und diese Facettenbox, so wie sie aussieht und hier steht, in dieser Form, vorne müsste noch dekoriert werden, damit man den Magneten nicht sieht, die ist Tatsache aus einem Stück 6x6 Inch, 15,2 x 15,2 cm. Aber wir nehmen heute Farbkarton für die Grundform und brauchen dann nur ein kleines bisschen Designerpapier. Okay, ich habe mir ein Stück Farbkarton zugeschnitten, Lodengrün in dem Fall, das passt super zu meinem im schönsten Licht, im schönsten Glanz. Verlinke ich dir, ehe ich jetzt was Falsches sage. Das ist 13,5 x 19 cm dieses Stück und ich falze es, fange mal wieder mit der kurzen Seite an, bei 4,5 und 9 cm. Und dann ergibt sich schon daraus, dass alles in den Maßen 4,5 ist. Jetzt drehen wir das um und machen auch lauter 4,5 cm Felder. Das erste also 4,5. Wir rechnen eine Runde, dann ist das nächste also bei 9, das nächste bei 13,5 und für das letzte ziehen wir mal hier das Beinchen raus, wir haben es ja, das machen wir bei 18 cm. Ja, das haben wir, das ist unsere Grundfläche und weil wir so lustig dabei sind, machen wir gleich noch ein Stück weiter. Und zwar nehmen wir uns ein Stück Designerpapier und schneiden uns am besten, damit wir sind ja bei Sparfuchs, einen Streifen von 4 cm ab. Dann schneiden wir von dem 4 cm Streifen ein Stück bei 4 cm, also das ist ein Feld 4x4 und das zweite auch bei 4 cm. Und dann machen wir unseren Streifen, der übrig ist, einfach schmaler auf 3,5 cm. Und dann reicht der Rest für zwei Elemente 3,5 und es bleibt, glaube ich, wenn wir richtig rechnen, 2 mm übrig, weil wir sind ja bei 6x6 Inch, das sind 15,2 zerquetschte, was auch immer, Zentimeter im Quadrat. Okay, das haben wir schon, habe ich schon geschnitten, die zwei lassen wir ganz und diese hier nehmen wir und machen sie diagonal, also wir schneiden sie in diagonale kleine Schnipsel. Okay, das läuft so, dass ich das einmal nehme und hier genau einlege, wieder auf die Schneidekante meine Klinge in die Mitte vom Papier setze, weil sonst macht es mir die Spitze kaputt, das runterfalze, noch ein bisschen schiebe. Wenn mir das zu popelig ist, nehme ich also wirklich dann die Schere, weil ich möchte es ja exakt haben. Aber ich bin jetzt erstmal zufrieden, schneide hier einfach ein Dreieck, ist nicht ganz mittig, aber passt. Und das mache ich mit dem zweiten auch, wir üben also mal gleich eine Runde. Genau, drauf, Mitte schieben. Ja, das passt, damit können wir leben. Und das werden wir gleich nochmal halbieren. Und wenn wir das jetzt hier einfach mal kippen und so rum drauflegen, dann sehen wir durch die andere Farbe, wo meine Linie läuft. Weil wir wollen ja ganz kleine Elemente haben. Hier ist die Schneidklinge. Und da schneiden wir jetzt hier einfach solche Spitzen. Drehen das Ganze um, drehen das Ganze um. Also mal gucken, wie wir es legen. Ne? Packen das hier drauf. Und schneiden uns solche kleinen Stücke. Da mir das jetzt nicht so wichtig ist und es im Muster auch nicht zu sehen ist, schneide ich die Tatsache jetzt einzeln, dass ich
am Ende 8 solche kleinen Felder habe. Weil vom Muster her ist es relativ egal, die treffen sich nicht so richtig. Wenn dir das aber zu wischiwaschi ist, dann machst du das mal so, wenn du bis nachher aufklebst und schneidest es dann erst. So, da sind meine Felder. Kleine Dreiecke. Jetzt nehmen wir uns das Element und werden hier mal noch ein bisschen Linien ziehen. Und zwar dieses Mittelstück, also wir haben ja jetzt 3 Reihen Quadrate. Ich falze das auf, dann sehen wir das wieder leichter. Und auch hier schneide ich schon mal eine Klebefläche raus, und zwar gleich 2, die wir nicht brauchen. Die mittige brauchen wir und die anderen brauchen wir nicht. Also schneide ich hier ab. Mache das ruhig ein bisschen schräg, dann guckt nichts über, nicht zu schräg. Und hier oben auch. Gut, das hat sich schon mal erledigt von selber. Die eine Seite ist unten und die andere ist oben. Schneiden ruhig noch ein bisschen mehr, weil je mehr ich geschnitten habe, umso mehr kann ich mich orientieren und sehe dann, wo ich meine Diagonalen setze. Also schneiden wir mal hier unten locker ein und entscheiden vielleicht gleich Folgendes. Wir nehmen dieses Feld und lassen dieses stehen. Also das wird der Boden und das andere sind die Klebeflächen und dann schneide ich die hier einfach bei 1 cm quer ab. Könnte ich jetzt auch mit der Maschine machen, aber bin ich ja immer an der Schere. Ne? Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo es keine Maschinen in der Form gab, keine Schneidemaschinen, also nicht solche. Das war dramatisch. So, hier schneide ich auch mit die Klebeflächen ein bisschen schräg. Muss ich aber nicht übertreiben, die verschwinden dann nachher. Also bis jetzt haben die sich noch nie behindert irgendwie. Aber wir sind ja immer bei. So. Gut. Da oben, hast du ja gesehen, die lasse ich stehen, weil ich finde das ganz witzig, wenn ich das hier so mit viel Mühe aufklappe, dann ist das gut gesaved. Bei der letzten Klappe muss man sehen, wenn einen das stört, aber funktioniert, ne? Also ist wirklich nur eine Frage der Wiederholung. Das ist da oben. Und vielleicht schneide ich das auch schon ein, das mache ich, weil, wie gesagt, du kennst ja das mit dem Gucken hier. Und eh du das Ganze, die ganze Zeit meinen Kopf angucken musst von oben, weil ich da mühsam Linien suche, machen wir das jetzt so. Das Quadrat sehen wir jetzt wunderbar. Wir falzen mal dieses nach innen. Dadurch sehe ich das super und möchte jetzt in das mittlere. Das ist ja nach wie vor diese Reihe. Das ist die erste Reihe, die zweite, die dritte, die erste, die zweite, die dritte. Also ist das das mittlere. Setzen wir jetzt Diagonalen an. Bei Facettenbox merke, ist immer eine Frage der Diagonale. Die setzen wir jetzt hier einfach an. Und wenn wir so schön dabei sind, schieben wir das mal locker durch. Können schon die nächste nehmen. Genau. Und klappen hier mal wieder was runter und hoch. Und dadurch schieben wir das wieder rum. Genau. Nächste Diagonale. Siehst schon, ich mache das immer gerne in eine Richtung. Warum? Weil das ist so, man hat dann eigentlich so wie eine Parallelverschiebung. Ja, wie du das so kennst aus der Mathematik. Genau. Und das machen wir jetzt in die andere Richtung auch. Ich lege das hier an. Wir sind immer noch beim mittleren Feld, bei dem, was übrig ist von unserem Boxen-Element und ziehen jetzt die Diagonale in die andere Richtung. Gleich kommt der Mathe-Trick. Wir arbeiten ja hier mit allen Tricks, wie du weißt. Wir hätten jetzt auch mühsam von 13,5 die Mitte errechnen können, um dann die letzte Falzlinie zu ziehen. Aber ich sage mal so, das wäre wirklich das Letzte. Wir machen das ganz anders. Wir nehmen unser Element und falzen natürlich erstmal, ne? Kennen wir ja schon. Falzen wir, Facetten. Die Spitzen sind außen, also werden das hier Bergfalzen. Machen wir mal drüber reden, was ich hier tue. Genau, sie macht eine Bergfalte. So, jetzt legen wir es ein. Jetzt sehen wir die Linien ganz toll. Und jetzt möchte ich über diese Spitzen hier die letzte Falzlinie haben. Also von dem Feld, was wir wissen, wie viel, 4,5 cm ist, die Hälfte. Mathematik, weiß Bescheid, lassen wir, sparen wir uns. Legen wir also ein, gucken, dass wir diese Mittelpunkte hier alle in unserer Falzlinie drin haben. Tja, jetzt macht sie natürlich, jetzt hat sie Schatten auf dem Bild. Warte. Da war der Kopf. Zieht sie mal ganz schnell, gar nichts. So, und über diese Mitte ziehen wir unsere letzte Falzlinie. Und diese Linie wiederum, oh, sie sitzt perfekt, also fast, ist eine Talfalzung. Berg und Tal. Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal. Du kennst das Lied. So, fällt mir da jedes Mal ein.
Genug geschwafelt. Jetzt haben wir die großen Felder. Und Flüssigkleber. Hat da letztens wieder jemand gesagt, du schweinst mit dem Flüssigkleber rum. Ja, das weiß ich. Ich arbeite dran. Wir könnten also auch mit doppelseitigem Abreißklebeband, dann können wir aber nicht schieben. Ich gucke doch mal, dass ich das mal hier so ganz sparsam mache und exakt auftrage zur Freude meiner besten kreativen Kumpaninnen. So, das setzen wir hier drauf. Ja, super, sage ich euch. So, das haben wir schon. Boden und Deckel sind safe. Boden, Deckel, alles klar. Ach, ist das gleiche wie beim letzten Mal. Das setzen wir natürlich nicht drauf. Oder wir setzen es drauf und machen dann den Klebepunkt woanders hin. Können wir auch machen. Können ja variieren. Kennt das schon von mir, ne? Also hier habe ich den Klebepunkt unter diesem Element. Also mein Klebemagneten, das wäre jetzt das richtige Wort gewesen. Den legen wir uns jetzt hier hin. Nächstes Mal legen wir den eher hin. Und jetzt haben wir diese ganzen kleinen Dreiecke. Und da könntest du also immer noch, wir kennen ja die Sache mit diesem doppelseitigen Abreißklebeband, wäre auch eine Variante für diese ganzen Felder gewesen, dass wir den Streifen von den 4 cm mal 15 auf doppelseitiges, auf die Klebebögen ziehen, das war das richtige Wort. Dann könnten wir die da einfach abziehen. Ja, ganz super. So, aber wir können das ja auch so und ich übe jetzt. Ne, wenn ich nochmal hören, dass ich mit Kleber rumschweinze. Ja, schöne Grüße auch. So, wir üben. Hat so jeder seine Dinge, wo er ein Leben lang übt. Bei mir ist es der Flüssigkleber. Vom ersten Tag an übe ich damit. Wenn ich das jetzt klebe, ist das einfach leichter zu positionieren. Für mich. Das kann bei dir ganz anders sein. So, kommen Sie mal hoch. Legen Sie sich mal hier rum. Setzen Sie sich mal da drauf. Es ist zumindest sparsam, wie ich das hier mache. So. Zum Thema Sparkleben. Und so noch. Du könntest die Facettenbox auch aus einem Stück Designerpapier natürlich komplett schneiden, so wie ich das mit der großen gemacht habe. Da war dann nicht mehr viel dran. Je nachdem, wie dir das gefällt, dann kannst du aber hier unter im schönsten Licht, im schönsten Glanz, ich Stunden geübt, es ist wieder weg. Ich glaube, es ist da, wirklich. Ja, so egal, du wirst es finden, es ist auch verlinkt. So, jetzt. So weit, so gut. Hier haben wir eine schöne Schräge. Schneiden wir mal ruhig auch wieder. Bei den Schrägen ist es manchmal ganz gut, wenn wir schneiden. Das habe ich vom Stempelnerd gelernt. Der sagt dann auch, ne? Abreißklebeband, was man auch schneiden kann. Richtig. So. Das falten wir jetzt auf die Mitte. Können wir noch ein bisschen unsere Linien nacharbeiten und auf die Mitte. Und dann müsste es bündig hier schön liegen. Das tut es. Diese Knickung hier, dass wir unsere Facette dann rausbekommen, die machen wir noch nicht, weil die machen wir gleich. Es wird ein Knicktrick. Weiter geht's. Dann haben wir diese beiden. Da hätten wir auch vorher den Kleber aufbringen können, aber naja. Also hier doppelseitiges Abreißklebeband, wenn du mich fragst, ist die bessere Option als Flüssigkleber für solche Kanten, die sich ja von der Form eigentlich ergeben, wo man nicht viel schieben muss. Alles klebt. So, jetzt nehme ich erstmal die Seiten und setze sie parallel nebeneinander. So, Klappe runter, klappe dieses Eckchen einfach so drauf. Wenn die Form nicht hält, dann wird das hier unten einfach mal in Form gebracht. So einfach geht das. Und jetzt kommt dieses Element oben drauf, aber damit wir wirklich alles gut erwischt haben. Warte, nee, es passt, genau, brauchen wir nichts mehr. So, also auf die rechten Winkel achten, draufdrücken, umdrehen, innen aufmachen. Eine Klappe müssen wir raushebeln, also sagen Sie mal. Und da, wir lassen sie mal drin und jetzt drücken wir unten erstmal alles an, bevor wir hier die Klappe wieder mühsam rausholen. Ich hoffe, die verklemmt sich immer. War vorhin auch so, glaubt ihr? So, jetzt, ach, da ist sie. Mein Mann, sie sträubte sich. Gut, jetzt ist sie schon wieder dran, glaubst du es? Okay, wir machen jetzt Folgendes, wir kleben jetzt unseren Magneten sichtbar, das macht aber nichts. Da vorne wollen wir ihn hinhaben, also kleben wir ihn hier relativ mittig hin. So, nächstens, weiß ja Bescheid, läuft das Ganze so, dass wir den hier unten drunter verdecken natürlich. Da drauf, also gucken wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen. Dafür nehmen wir irgendein flaches Gerät, also entweder ein Lineal, mit dem wir dagegen drücken können, oder ein Stäbchen. Nehmen wir das Stäbchen. Und drücke hier mal
locker gehen. Siehst du das? Und dann müsste der Magnet einfach so... Das ist gigantisch. Das macht, was ich möchte. Wunderbar. Dann klappen wir die da drauf und das oben drüber. Und schon ist unsere Box fast fertig. Und jetzt machen wir die Facetten. Und das geht ganz einfach mit dem Knick. Ich drücke hier gegen und dann drückt sich das nach innen. Und das mache ich bei allen vier Teilen. So, fertig. Wo geht sie auf? Da geht sie auf. Also setze ich so rum. Jetzt gucke ich mal, ob meine Zahl da ist. Tatsache, sie ist da. Haben wir vielleicht noch eine grüne Unterlage? Schauen wir uns mal an. Ja, Tatsache, wir haben, hebt sich das noch besser ab. Genau, wir nehmen diese grüne Unterlage. Setzen das, Flüssigkleber ist noch offen, haha, da drauf. Und einen doppelseitigen Abstandsklebepunkt. Ja, war das richtige Wort. Setzen wir unten drunter. So, Vorderseite. Und dann hätten wir hier noch dieses wunderbare Bling-Bling. Gehört auch zu dieser Reihe im schönsten Licht. Schönsten Glanz, ah, Mann, ey. Es heißt im schönsten Licht, ich bin mir sicher. Und alles andere in der Beschreibung verlinkt. So, schau einmal, ist es nicht schicki? Und dann hätten wir noch eine Schleife, mit der könnten wir auch noch ein bisschen Spirenzchen machen, oben, unten, Mitte, wie auch immer. Anhängen kannst du es auch, indem du hier irgendwo ein Loch reinbohrst oder hier hinten einfach innen ein Bändchen einklebst. Das geht auch. Ja, mein Facettenbox-Würfel, hier ist er. Das war die Facettenbox, das ist der Würfel. Mach den Kleber zu, leg ihn beiseite, das ist der große Würfel. Es wird alles verlinkt. Das war der erste Würfel. Das wäre der Würfel aus einem Stück. Kannst ja ein bisschen tüfteln. Vielleicht kriegst du es auch hin. Okay, das war's für heute. Gib mir gerne einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alle Materialien sind verlinkt. Hier geht es weiter mit noch mehr Tipps und Tricks. Also bleib unbedingt dran. Bis gleich.